So, die Tabelle möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Die habe ich beim letzten Mal leider Gottes vergessen, euch zu zeigen. So, Ingolstadt hat nach wie vor 5 Punkte Vorsprung vor Berlin. Frankfurt ist punktgleich mit Berlin. Das wird also da oben nochmal richtig spannend. Iserlohn hat auch noch die Chance, Erster zu werden, wenn sie dann gewinnen. Genauso wie Krefeld, die sind alle sowas von dicht einander. Wolfsburg 80 Punkte, Mannheim 79, die haben auch noch die Chance, weiter hochzukommen. Köln 74, die sind auf dem 8. geblieben, die haben auch noch eine Chance, weiter hochzukommen. Ja, und wir mit 64 Punkten sind ein bisschen an den 10. rangekommen. Wir haben jetzt nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch 9 Punkte Rückstand. So, jetzt heißt es aber erstmal gegen Berlin ran. Ich hoffe mal, dass wir genauso spielen wie gegen Köln. Lassen wir uns überraschen. Everybody, Gary Thorne and Bill Clement, ready for some hockey? We are. And tonight, we'll have this one between DEG Metro Stars and Eisbaden Berlin. Alles klar. Es ist angerichtet, nur mit dem ersten Bulli gewinnen. Gehen wir in das gegnerische Drittel. Und wer die letzten Spiele gegen Berlin gesehen hat, weiß, dass ich mich da recht schwer tue gegen Berlin. Zu Recht, es ist ja auch der Angstgegner von der DEG. Oh. Oh, knapp. Okay, okay, okay. Ja, super. Das war natürlich nix. Ja, super. Los, McDonald. Schön. Ich weiß jetzt gar nicht, wer es geschossen hat. Murphys Gesetz hat wieder zugeschlagen. Schön. So. Schön, Obbe. Sehr schön. Und erneuter Bulli-Gewinn. Ups. Naja, wenigstens zum Glück nur eine 2-Minuten-Strafe, hätte auch mehr werden können. Da wäre eine 5-Minuten-Strafe angebracht. Da gibt er keine.
shot. Save made. There's a great scoring opportunity. He got where he wanted to be. Better save. So, und wieder auf geht's nach vorne. Ah, schade. Okay. Ja, man hat zwar gewünscht, dass ich die Ergebnisse der anderen Partien auch zeige, nur leider geht das nicht. Das war bei NHL 09 auch wesentlich besser, dass man die Ergebnisse der anderen Partien auch gezeigt hat. Leider hat das EA nicht für möglich gehalten, hier das auch zu machen. Weder noch bei NHL 11 noch bei 12 gibt es sowas nicht, leider. Ich hätte natürlich auch gerne die Gelegenheit zu gucken, wie die anderen Mannschaften gespielt haben. So bleibt uns nur noch die Tabelle. So, erste Unterzahl, gut überstanden. So, auf nach vorne. Ah, schade. Oh, 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 oh. Oh. Natürlich, und das gibt keine Strafe, oder wie sehe ich das? So, Collins. Tja, immer noch 1-0. Was mich persönlich wirklich wundert. Turnover off that pass in the neutral zone. Boy, that looked like it was going to be an odd man rush. Good poke check. Ach, schade. That one had goal marked all over it. Schade, schade, schade. Im Moment sind wir bei 3 Punkten. Das gegen Berlin. Die sind auf dem 2. As we come to the end of the first period, closing in on it, Murphy's goal, the only one up on the board, 1-0. Schade. In behind the net, he'll make a play on this, to Harrington. Let's see if we get anything else here as we're near the end of this first period. That hand of the stick from the bench needs that to keep that line going. Au! Jo, erste Drittel vorbei. Es steht tatsächlich gegen Berlin 1-0. Man will es kaum glauben. And listen, that starts with determination. You gotta dig in to get it back. Hey fans, now is the time to pick up your team calendars. You can pick so. Up at kiosk 144 on the lower level. Okay, auf geht's ins zweite Drittel. Mit einem Bulli-Verlust. So, Kreuzer, deine Chance. Ach, schade.
Walker. Caldwell, back up against the boards. Nobody's got control of it yet. To Travers. Hey! Good one as he knocks it away. To McDonald. So. Na super. Caldwell. Okay. Und sowas gibt's auch keine Strafe, oder wie sehe ich das? Schön aufgehalten. Oh, super. Ah! Der Schiri lässt aber wirklich viel, viel durchgehen. Ah! Mann! So the goalie stick there as he poked that away. That was a real scoring chance. Okay. 11 Minuten 14 Sekunden im zweiten Drittel gespielt. Es steht nach wie vor 1-0. Ich bin gerade ein bisschen erstaunt. The Metro Stars are in a classic. This is a defensive battle. Not a lot of shots, not a lot of goals, but a good game. Super, Sani. Du hast gerade mal 2 Tore geschossen in dieser Saison und die Saison ist fast vorbei. Oh. Oh, so, Preibisch, Förderlizenzspieler. Mist! Oh, Scheibenkleister! Nein! Schade. Schade, 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 schade. Naja, zweite Drittel vorbei, es steht 1-0. Schön. Sehr, sehr schön. Take the lead and they're behind right now. They really would do a lot better if they had the puck more. Es ist mehr Aggressivität gefragt, aber bei beiden, naja, okay. So, auf geht's ins letzte Drittel. Third period of action underway. Found some room in the offensive corner as he went wide with that dump. Shot loosened up the stick, he dropped it. Was war das denn? Puck on his stick. Wollte der uns ein Tor schenken oder was? McDonald. Wo sind meine ganzen Leute? Hallo. Oh, there's a shot in goal scoring area. And those two come together along the boards. Takes that pass from down low. He's got it along the line.
Steht euch doch nicht gegenseitig im Weg. Nein, 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 nein. Schön, aber super. Ich bin gerade ein bisschen angespannt. Na super. Harrington's stick, right place, right time. Move that puck out of there, and he did. To Belsky. To Ustor. Under pressure back in that defensive zone. Offensive zone, Pocheck will free that puck up. Sends that one up the middle to James. Oh, James. Was macht er? Ah, da läuft ihr Puck vorbei. Possession of that puck. That's a goal scoring effort right there. Somebody's gonna get possession here. Not easy to do. Big scrum goal. Alter! James's lumber is new. That came from the bench here, but he's able to stay out with the line. To Hordler. Good pass to get out of the zone. So, 10 Minuten des letzten Drittels sind vorbei. Nein! Ach, wo sollte der denn hingehen? Ganz toll. Und schon wieder Strafe. Aber ich steckte fest gerade eben im Tor. Ich kam da nicht mehr raus. Ich musste ja irgendwo passen. Berlin's power play. This is going to be their second. They did not convert on the first one, and they need one right here. Rob Collins. 2 minutes for interference. At the point. Schön, aber super. Bloß keine Fehler jetzt machen. Bloß keine Fehler machen. Das könnte der zweite Sieg in Folge sein. Mann. Und alles ist wieder offen. Fuck. Ich brauche diese 3 dreckigen Punkte, Mann. Ach so, ich hatte den Puck ja, scheiße. Habe ich gar nicht gesehen. Naja, okay. Wie lange haben wir noch? 2,5 Minuten. Entweder passiert das Unvermeidliche und Berlin schießt noch ein Tor und ich verliere 2-1, oder es geht in die Verlängerung und dann ins Penalty schießen, oder ja, keine Ahnung. Man wird es sehen. Big
Wow! Ach, das ist ja, war ja der Schiri, scheiße. So, Kreuzer. Ah, Murphy! Nein! Oh, 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 nein, 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 nein! Ey! Und das gibt keine Strafe, oder was? Mann, 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 Mann. Und das gibt auch keine Strafe. Ja, Verlängerung. Scheiße. See if we can get a winner in an overtime period. If not, then we'll do it through a shootout. Warum ausgerechnet gegen Berlin in die Verlängerung? Mann! So. Auf geht's in die Verlängerung. Und schon wieder eine Niederlage. Nachdem ich gegen Köln so schön gewonnen habe, gegen Berlin mal wieder verloren. Ach, ich könnte so kotzen, ey. Unfair, einfach nur unfair. So. Ich habe nur 8 Schüsse abgegeben? Alter Schwede. Natürlich wieder in Berlin. Keine Strafminuten. Ganz klar, ganz klar, ganz klar. Tja. So, das nächste Spiel ist in Mannheim. Die Tabelle will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Oh, nur noch 4 Punkte Rückstand. Wie sieht's hier aus? 65. 3 Punkte Rückstand zu Nürnberg und... Oh je, schon wieder 9 Punkte Rückstand zum 10. Alter Schwede, und es sind nur noch 8 Spiele. Fuck. Naja, egal. So. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wie immer halt, ne? Macht was draus und bis dann. Tschüss.